Das war ja wohl voll der Griff ins Klo. Die Fotos sehen mir ja überhaupt nicht ähnlich. Natürlich sehen die dir ähnlich, du Dumpfnappel. Das sieht wie ein Puzzle aus. Als Fotograf bist du jedenfalls die totale Lusche. Die Ähnlichkeit ist doch gar nicht zu übersehen. Als Autogrammfoto ist völlig unbrauchbar. Bitte, wenn der Herr nicht zufrieden ist, machen wir es eben nochmal, olle Zicke. Hey Keule, ich will den coolsten Film, den du hast. Wie wär's mit einem kleinen Wettbewerb? Der Gewinn beträgt satte 2 Millionen Dollar. Wie was? 2 Millionen locken? Dazu müsst ihr nur nach Schottland fahren und ein Foto von dem Ungeheuer von Loch Ness schießen. Supidupi, wir sind gleich wieder da. Häng schon mal die Scheinchen zum Trocknen auf. Hey Kumpel, zieh dir mal die spacigen Hütten rein. Ich wette, wir sind im Land der Rockträger. Boah, sind da viele Konkurrenten. Extrem drängeling. Am besten wir suchen uns vorne ein lauschiges Plätzchen. Ui, die sind aber hartnäckig. Hey, könntet ihr eure Objektive mal umparken? Vergiss es. Wir fotografieren das Monster und gewinnen die 2 Millionen Dollar. Na schön, dann tritt jetzt Notfallplan 3b Absatz 4 in Kraft. Hier spielt der Blasebalg. Das Monster verdünnisiert sich gerade. Flinke Füße, ihr Knüpfer. Sind die unterbelichtet? Extrem Ablenking, jetzt machen wir unser Foto. Das Wasser ist eindeutig ein Störfaktor. Jetzt haben wir den Durchblick. Wo ist der Lurch? Der Architekt hat die Treppe vergessen. Treppen sind nur was für Lutscher. Hallelujah, Nessie Baby, wo steckst du? Das muss die Hütte sein, in der das Monster haust. Nessie ist doch kein Flaschengeist. So, Dille, Alter, jetzt wird das Teil voll abgelichtet. Wo ist die Schuppe? Eben war sie noch hier. Zeig die Beißerchen! Ich krieg dich! Der Lurch geht mir langsam auf den Keks! Hey, fotografieren ist voll die Hammeraktion! Alter Schwede, krasse Vibrations auf der Hockliege! Bitte lächeln! Nein, bitte keine Fotos! Meine Fresse, jetzt mach doch nicht so einen Klemmer! Nein, keine Fotos, nein! Ein Bild, was zickst du denn so rum? Keine Fotos, aber ich kann euch ein paar Fotos aus meinem Familienalbum zeigen. Dann machen wir ein Foto von den Fotos, das funktioniert garantiert. Super Plan! Ich werde euch ein paar Bilder von meiner Mama und meinem Papa zeigen. Hier, das sind sie. Ehrlich gesagt haben wir uns was anderes vorgestellt. Vielleicht könnt ihr mich malen, ich bin als Modell unschlagbar. Tut mir sorry, aber das ist ein Fotowettbewerb. Keine Fotos, niemals. Hör mal zu, du schottischer Hochlandlurch. Wir gehen nicht ohne ein Foto, also lass das Kasperle-Theater. Ich hab doch nur Angst. Als ich noch ein kleines Monster war, war ich auch so ängstlich. Die anderen haben sich über mich lustig gemacht. Und ich hab noch nie eine Freundin gehabt. Kannst du dir das vorstellen? Interessante Story. Wir zeigen dir, wie man ein Mann wird, wenn wir unser Foto kriegen. Also, ab geht die Luzi. Oh toll, das habe ich alles noch nie gesehen. Ist das die Welt, in der ihr lebt? Hier gibt's eine Menge zu bestaunen. Und jetzt bringt mir bei, ein richtiger Mann zu sein. Na primstens, hier kommt deine erste Übung. Geh darüber und erschrecke den Nussnager. Oh weh, das ist bestimmt ganz schön schwierig. Na mein Lieber, willst du ein Nüsschen knabbern? Oh, ich habe solche Angst vor dir. Nicht auszuhalten, dein Mundgeruch ist ja fürchterlich. Yippie, juhu, ich hab gewonnen. Sehr schön, bist du jetzt bereit für Lektion Nummer 2? Ja, ich kann's kaum erwarten.
was ist denn das da? Das sind Hühner. Oh, die sehen aber schön aus. Es ist obereasy, ein Date mit einem Hühnchen klar zu machen. Wirklich? Gib Acht und staune. Na los, mein langbehalster Freund, schneid die Torte an. Wirklich? Cool. Hier bin ich. Ich bin wegen dir da. Nicht gleich beim ersten Mal aufgeben. Wir schaffen das schon. Du bist wirklich ein heißes Eisen als Obergockel. Und was jetzt? Lass deinen Charme spielen. Jetzt aber ganz schnell wieder zurück ins Hühnerhaus, aber Flottikowski. Du kannst uns mal anmachen, was wir wollen. Die Leine, Bockel. Weiber. Liebe Freunde, alle fertig für die Knipse? Und jetzt alle mal lachen. Cool! Ist die Kohle klar? Hey, wir haben das Gewinnerfoto auf Tasche! Ihr kommt leider zu spät. Ich habe schon 5000 Gewinner. Alle haben Nessie fotografiert. Alles falsche Fälschungen. Das hier ist die echte Nessie. Das ist wirklich das größte Kikeriki, das ich jemals gesehen habe. Bewerbt euch doch beim Buch der Rekorde. Zeig mal das Geknipste. Ich sehe es, aber ich kann es einfach nicht glauben. Was denn? Das sieht wirklich nur wie ein großes Huhn aus. Du mit deinen großartigen Ideen, ich fass es nicht. Wir haben einen Brathahn fotografiert. Mann, du bist ja was kleinkariert. 2 Millionen sind uns durch die Lappen gegangen, du Hilfsknipser. Wenn ich das Foto gemacht hätte, wäre was draus geworden. Selber knipsen macht klug. Du Nervbacke.